had all in West Virginia. Na, 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 na. Let's go. In meine Kraft. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Old Times. Ist ja schon wieder ewig her, seitdem ich eine Runde aufgenommen habe. Ich muss eins anmerken, bevor dass wir jetzt in die Welt gehen. Oder werden wir in die Welt gehen. Und das gute Schweinhorn wird heute nicht mit dabei sein. Weil ich hatte mit ein paar Kumpels geredet und die meinten, hey, Tobi, es passt eigentlich nicht so zu Hashtag Old Times. Und und so ist zwar gut und schön, aber das Geld habe ich schon gespendet. Ausschnitt seht ihr jetzt hier. Leute, heute wird das Schweinhorn geschlachtet, da heute der letzte Tag von Spendlose ist. Leere ich das Schwein jetzt aus. Ich habe es hier schon aufgefrubelt. Mal schauen, wie viel das drin ist. So. 1 Euro. 2 Euro. 8,50. Ich hätte mir mehr vorgestellt. Das war mal. Preis, vielen, vielen Dank für die 40 Bitteschön! Ich finde auch immer das gute alte Schweinhörnchen, das gute Schweinhörnchen, hat nicht so reingepasst, einfach weil ich einfach immer zu viel abgelenkt habe vom Thema und das wollte ich halt einfach nicht. Ich versuche jetzt trotzdem so einfach dieses zu unterdrücken, aber ich will trotzdem hier weiter auf die Themen eingehen und nicht weiter immer auf das weil das passt doch nicht zu Hashtag Old Times. So! Da wir das rausgenommen haben und da ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich mich eingebaut habe und wo nicht, müssen wir jetzt trotzdem schauen, wo wir wieder... Ah, hier war die Höhle, gell? Wo die ganzen Zombies und so drin sind. Gut, auf jeden Fall habe ich mir natürlich für heute wieder ein sehr interessantes Thema rausgesucht. Und zwar Themenvorschlag kam von der Peterchen. Und der Themenvorschlag war, wo geht's jetzt hier hoch? Grüezi, hier geht's hoch. Themenvorschlag war nämlich... Wie hast du dich durch YouTube verändert? Und ich möchte eigentlich gar nicht so drüber nachdenken, weil diese Veränderung ist krass. Und ich möchte mal sagen, es ist nicht im negativen Sinne, sondern eher mehr im positiven Sinne. Weil wenn man jetzt drauf eingeht, mal im positiven Sinne, wie ich mich verändert habe durch YouTube. Wenn ich jetzt einfach so zurückdenke an mein erstes Minecraft-Let's Play. Mein erstes Minecraft-Let's Play, ich total nervös. Ohne irgendwie große Worte, so wie ich es jetzt mache. Also ich rede ja eh wie ein Wasserfall aktuell. Und das gab es damals für mich in dem Minecraft-Let's Play gar nicht. Damals habe ich auch noch total bayerisch geredet. Und meine Kumpels mich immer darauf angesprochen haben. Hey Tobi, du redest viel zu viel bayerisch in deinen Videos. Und da dachte ich mir, fuck, Tobi, das musst du irgendwie unterdrücken. Und dann habe ich natürlich schon... den Ehrgeiz genommen, dass ich sage, hey Tobi, du wirst dich immer mehr verbessern und immer mehr in diesem Minecraft-Let's Play verhungern, weil ich habe nämlich nur noch 3 Hungerkohlen und wir müssen jetzt unbedingt mal schauen, dass wir irgendwo Essen auftreiben. Aber genau um das ging es mir damals schon, dass ich gesagt habe, hey Tobi, du musst dich an irgendwas festhalten und dich verbessern. Tonte, don't take damage hier in dieser Minecraft-Folge. Wer kennt es nicht, don't take damage von meinen alten Let's Bleeds. So, okay, jetzt haben wir 3 Flecken. Oh, jetzt wird schon viel. Ist nicht really, oder? Nicht really jetzt, oder? Jetzt habe ich gerade mich rausgebaut und jetzt wird schon wieder Nacht. Weil ich mich reingebaut hatte, weil es Nacht geworden ist wegen den Zombies. Och nee. Oh, hier ist noch ein Chicken McNugget. Das nehmen wir doch gerne mit. So, und ich will jetzt mal drauf eingehen. Und über die Jahre, wo ich jetzt YouTube gemacht habe, ich habe so fucking viel, muss ich schon sagen, im F-Bereich. Gelernt. Das ist Wahnsinn so. Ich erkenne mich teilweise selbst nicht wieder, weil alles, es hat sich alles bei mir nur wegen YouTube verändert. Ich habe mich total verändert vom Aussehen auch her. Zum Beispiel habe ich damals angefangen mit Facecam und genau aus dem Grund, weil ich halt auch nicht aussehen wollte wie der letzte Penner in meinen Let's Plays, habe ich mir halt damals gesagt, hey, du musst dich eigentlich, solltest dich doch ein bisschen schick machen vor der Kamera. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ich sage, hey Tobi, wie wär's denn mal, dass du dich stylst und nicht wie letzter Penner, wie so, no hate, jetzt ein Tanzverbot, wie so ein Tanzverbot vor der Cam sitzt. Aber damals kannte noch kein, glaube ich, gab's damals auch noch gar nicht. Ach, das war noch Zeit, Leute, das glaubt ihr mir gar nicht. Es hat sich so viel verändert, ich habe auch so viel über das allgemeine Leben und auch YouTube-technisch, auch über Statistiken und so gelernt. Das ist krass. Ich hätte mir nie gedacht, dass mir YouTube so auf die Beine hilft. Ich habe ja immer noch LRS, so, und meine
meine Ausdrucksweise und so habe ich dadurch einfach noch viel besser kennengelernt. Ich kann viel freier reden als davor. Damals haben viele immer zu mir gesagt, hey Tobi, stotter mal nicht so sehr. Ich finde, stottern ist zwar immer noch da, aber es ist nicht mehr so krass wie damals. Also ich kann mich ausdrücken, wie ich möchte und bin eigentlich zufrieden so aktuell, wie es ist. Ich habe hier einen Chicken Nugget. Oh, creepy. Da wird schon wieder creepy hier. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall das Zeug und gehen mal gleich wieder. Oh, da ist Chicky. Chicky, bleib hier, Chicky. Chicky, mein Nugget. Chicky. So, wir müssen uns ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen runterbauen, in die Höhle und ein paar Rohstoffe sammeln. Mein Vorschlag wäre auch für die nächsten Folgen, nicht für diese Folge, wenn es wieder Tag wird, dass wir uns mal einen Standpunkt suchen, wo wir uns endlich mal unser Haus bauen, weil ich weiß nicht, ob ich es hier drauf bauen möchte oder so. Weil es sollen ja auch zukünftig Leute auf den Minecraft-Server kommen, wo ich auch mit ein paar Themen, mit dem, wo ich auch aufnehmen werde vielleicht, wo ich auch ein paar Themen diskutieren kann, weil das finde ich auch einen richtigen, wichtigen Aspekt für Hashtag Old Times. Leute, schreibt mir einfach mal, wen ihr für die nächsten Folgen dabei haben möchtet. Das wird dann die erste Person sein, die in Old Times dabei sein wird. Natürlich werden auch einige von euch dann mit dazukommen. Und da bin ich auf jeden Fall auch schon gespannt, was da rauskommen wird. Lasst wir uns einfach mal überraschen dabei und gebt mir mal einen Tipp, was ihr sagen würdet, wo ich die Stadt bauen soll. Soll ich die Stadt eher auf dem Berg bauen? Soll ich die Stadt eher auf einer neutralen Fläche bauen? Ich wäre immer eigentlich noch dafür, dass wir die ganze Stadt auf einer Insel bauen. Weil dann sieht man einfach so Stück für Stück, wie sich die Insel füllt. Also müssen wir halt ewig weit laufen. Vielleicht mache ich ja das mal in einem Stream, weil meine Idee war auch mal Old Times, in einem Stream aufzunehmen. Wie wäre das? Also nicht aufzunehmen, sondern zu streamen. Hättet ihr da Bock drauf? Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und natürlich sind gerne Themenvorschläge für die nächsten Folgen auch noch willkommen. Es hat auch aktuell wieder ein bisschen gedauert, bis ich jetzt mir gedacht habe, hey Tobi, jetzt ist wieder Zeit für Old Times, weil ich hatte so viel wieder um den Ohren. Und deswegen finde ich auch Hashtag Old Times eigentlich gut, weil das ein Format ist. Das kann ich jetzt einfach so aufnehmen, wenn ich Bock drauf habe. Und muss ich mich nicht dazu zwingen und sonst irgendwas. Und taugt mir eigentlich richtig. So, jetzt haben wir aber natürlich keine Base mehr. Ich würde sagen, wir machen hier so eine kleine Base mal her, wo ich im Working Bench und ein Öfchen habe und so weiter und so fort. So, hier ist unser Working Bench, weil unsere Spitzhacke ist nämlich auch schon fast putt. Machen wir eine Eisenspitzhacke, weil wir es können einfach. Leute, weil wir es können. So, wie lange nehmen wir da überhaupt schon wieder auf? 8 Minuten, Leute. Folge ist schon wieder fast vorbei. Geht schon wieder los, weil ich habe gelernt, mit Leuten umzugehen, die wohl einfach nur Fame wollen. Hört sich zwar komisch an, aber es gibt so viel. Also, über die Jahre, wo ich den extremen YouTube-Hype auch hatte, muss ich sagen, es waren so viele Leute bei mir, die sich irgendwie versucht haben, auf jämmerliche Art und Weise einfach bei mir einzuschreiben. Ich muss sagen, Leute, es will jeder einfach was von Kuchen haben. Wenn du mal eine Reichweite hast, wo du sagst, hey, yo, ich finde das eigentlich ganz cool, so wie es jetzt ist. Und dann wirst du eigentlich nur deine Ruhe haben und neue Leute kennenlernen. Und dann will einfach, sagen wir so, ich habe so viele Leute einfach kennengelernt, die wo einfach gesagt haben, hey, Tobi, gib mir mal ein Stückchen von deinem Kuchen aus. Das haben sie natürlich nicht gesagt, aber haben halt irgendwie versucht, immer an die Reichweite zu kommen. Und das muss halt auch nicht sein, weil du bist halt einfach so ein Dude, der will halt einfach sein Ding machen. Und dann kommt einfach so ein Typ, ja, Tobi, lass uns mal aufnehmen. Also, es war jetzt nicht so direkt so. So, es gab halt einfach Leute, die haben halt über die Zeit einfach versucht, an dich ranzukommen, dass du halt mit denen wieder aufnimmst. Dann dachte ich mir, okay, muss jetzt eigentlich nicht sein. Und das fand ich halt immer ein bisschen weird. Das fand ich so richtig uncool. Ich muss auch sagen, ich habe auch gelernt, mit einer großen Reichweite nicht umzugehen, aber zu wissen, wie das ist. Und es ist auch, keine Ahnung, ich bin total ehrlich zu euch, mich hat das total verändert gehabt, wie ich damals den Hype hatte, dass jedes Video von mir um die 150.000 Aufrufe hatte. Und das hat mir persönlich richtig zugesetzt eigentlich, weil ich ich habe mich nicht abgegliedert, sondern ich war halt dann in dem Tunnel, wo ich gesagt habe, ja, ich muss immer mehr Videos machen, weil irgendwie hatte ich schon eine Verantwortung, ein Video zu machen. Und ich habe mich halt auch ein paar Freunden abgeschottet, was mir im Nachhinein auch total leid tut, weil ich die halt so total falsch eingeschätzt hatte zu dieser Zeit. Also, ich muss sagen, so, ich habe mich damals schon ein bisschen abgehoben gefühlt, ja. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bin überaus froh, dass ich bin total froh, dass ich den Hype
nicht mehr habe, den wo ich damals hatte, wäre mein Kanal nicht so abgestürzt, wie er heute ist. Ich würde mal sagen, damals 150.000 Aufrufe pro Video, heute 1.000, vielleicht bis 3.000. Bin froh, dass ich abgestürzt bin, weil sonst hätte mich das wahrscheinlich... Sonst hätte ich nie die Augen wieder aufgebracht, so Leute. Wisst ihr, was ich meine? Es war für mich so ein Hype-Tunnel. So, ja, ich habe einen Hype, ich kann damit was anfangen, ich kann was Cooles machen, so. Es war zwar gut und schön, so einen Hype zu haben, aber es hat auch Nachteile, weil du dich auch dadurch voll beeinflussen lässt durch die Zahlen und so. Es ist einfach menschlich, das habe ich auch schon in Old Times so gesagt mit YouTube-Veränderungen und so. Es ist nicht ohne, einen Hype zu haben, Leute. Umso schneller es geht, desto schneller verändern sich Menschen. Wenn du jetzt sagst, du hast einen konstanten Hype, du sagst jetzt, also du kriegst so ein Beispiel am Tag 100 Abonnenten und steigst dich halt langsam hoch zu den 100.000. Da veränderst du dich nicht so krass, wie wenn du jetzt sagst, du hast von einem Tag auf den anderen 100.000 Abonnenten. Weil da bist du in den Tunnel und denkst, so, fuck, Alter, bin ich geil. Das habe ich mir so jetzt nicht gedacht, aber du denkst halt so irgendwie unterschwellig, hey, jetzt habe ich was geschafft. Und ballerst immer mehr rein und das setzt dir dann auch immer mehr zu. Und ich muss sagen, so war nicht schön für mich, so fand ich auch nicht schön von mir. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf heute reingehen soll, so. Aber ich bin froh auf jeden Fall, dass ich diesen Hype von damals nicht mehr habe. Klar ist es schade, weil man damit auch einiges machen hätte können, wie zum Beispiel richtig coole Projekte und so, noch mehr Fantreffen und so. Und das fand ich auch cool. Fantreffen kann ich zwar heute noch machen, aber es kommen halt nicht mehr so viele Leute wie damals. Ist mir aber, ich muss auch sagen, ist mir auch egal eigentlich, weil ich muss nicht den Überhype haben. Ich bin glücklich, so wie es ist, ich bin auch gern mit meinem paar Freunden am Teamspeak. Das ist kein Problem. Ich muss nicht 10.000 Leute am Teamspeak haben, weil da kommt nur immer ein Durcheinander raus. Das sind so Sachen, die werden dir erst im Nachhinein klar, wenn du sagst, du hattest das mal. Und du hast es jetzt nicht mehr. Ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist. Und nicht irgendwie anders. Ich möchte auch gar nicht mehr so den Hype haben. Ich fange langsam an, mich wieder zu wiederholen. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, yo, Tobi, das hat dich auf jeden Fall geprägt. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht zu wissen. Wenn es auf jeden Fall mal so sein sollte, dass ich mal wieder einen Hype haben sollte, was natürlich auch immer sein kann und was man natürlich nicht auslassen kann, weil ich auch für die Leute da sein möchte, die wo mir was geben, das habe ich aber auch schon in der letzten Folge Old Times gesagt, dann werde ich auf jeden Fall die Sache ganz anders sehen als damals. Das hat sich auf jeden Fall in mich eingeprägt und das will ich auf jeden Fall nicht nochmal haben. So, Leute, wir sind jetzt hier in der, also ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier in einer tiefen Höhle und wir haben auf jeden Fall diese Folge extrem fucking viel geschafft. Und ich bin ziemlich zufrieden mit dieser Folge gerade, weil wir 23 Eisen gefunden haben. Wir haben ja schon fast eine volle Rüstung machen. Dann können wir uns eigentlich fast nächste Folge so auf die Suche machen. Oder wir plündern die Höhle noch ein bisschen. Auf die Suche machen nach einem neuen Haus, wo ich auch mega Lust drauf hätte. Dass wir sagen, wir bauen jetzt endlich mal ein Häuschen, wo wir drin hausen wie ein Mäuschen. Schöner Reim, ja, Tobi. Haus, Maus, Klaus, Reime. Sind nicht so cool. So, jetzt bin ich irgendwie im Kreis gegangen. Naja, Leute, auf jeden Fall war es das schon wieder mit der Folge Hashtag Old Times. Ich hoffe, das heutige Thema hat euch gefallen. Wie gesagt, ich wollte euch das einfach mal mitgeben, wie es mir damals ging zu heute, die Veränderung für mich durch YouTube. Und ich habe mich gut verändert, ja. Ich bin auch froh, dass ich so Sachen habe, wie mein eigenes Merch. Bin total froh. Hätte ich wahrscheinlich damals nie gehabt, wenn ich nicht so einen Hype gehabt hätte. Und ich habe viele Leute dadurch kennengelernt. Natürlich habe ich mich auch negativ verändert gehabt, was mich wieder sagt, ich habe mich auch wieder zurück verändert. Und ja, mit mir kann man auf jeden Fall reden. Ich würde jetzt nicht von mir behaupten mehr, dass ich irgendwie abgehoben bin. Kommt auf mein Team, Sie können gerne mit mir reden, ist kein Ding. Und ansonsten wünsche ich euch hiermit noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Ringeschön, ciao.